Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Garnet TV, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und wir wollen heute ja endlich die Zuchtanlage bauen und alles und mehr dazu nach dem Intro. Endlich geht's los. Wir haben ja extra diesen Wanddurchbruch gemacht, damit ihr am Ende, wenn ihr uns besuchen kommt, auch hier die Zuchtanlage besichtigen könnt. Und die steht ja jetzt natürlich immer noch enttäuschend leer. Aber endlich ist es ein Paket gekommen. Das packen wir jetzt gleich mal auf mit ganz vielen Rohren und Fittings und allen möglichen Kram. Und die brauchen wir am Ende nochmal, um dementsprechend die Aquarienanlage so zu bauen, dass wir sie auch befüllen können. Denn wir wollen hier einen halbautomatisierten Wasserwechsel machen, so wie wir das überall jetzt hier in den Aquarienanlagen gemacht haben. Das heißt, wir haben hier überall einen Hahn unter und der muss natürlich irgendwo angeschlossen werden zum Abwasser. Und das werden wir heute tun. Ebenso auch eine Ringleitung bauen, damit wir am Ende auch ja, für jedes Aquarium genug Luft haben, weil wir alle mit Luft betreiben. Ah, hier ist das große Paket. Und hier sollen hoffentlich ganz viele Rohre drin sein. Und so ist es. Ganz viele 25 mm Rohre. Einfach halber kann man ja komplett hinter die ganze Anlage gehen. Hier ist ungefähr ja, fast ein ganzer Meter Platz. So sieht es hier aus. Hier ist zum Beispiel die Aufbereitung mit Osmosewasser für die Caridina-Garnelen. Und hier dementsprechend kommt man halt super an alles ran, was die Aquarien betrifft. Ja, auf jeder Ebene, das ist ziemlich einfach und dementsprechend kann ich von hier hinten direkt auch schön anfangen, da schön ja, die Rohre zurechtzuschneiden und dann das Ganze zusammenzubauen. So. So, wir müssen natürlich mal ein bisschen gucken, wie ich das jetzt mache mit dem Film, weil so viel Platz ist natürlich auch nicht. Ich brauche ein bisschen Platz. PVC-Rohre habt ihr jetzt gesehen, die sind jetzt alle 2 Meter lang insgesamt. Gibt es einen ganz coolen Trick, beziehungsweise ganz cooles Werkzeug, was ich tatsächlich auch nur dafür gekauft hatte, aber für ganz viele andere Zwecke super nutzen konnte. So ein ja, Rohrschneider am Ende geht damit halt richtig easy. Da macht man zack und hat richtig sauber abgeschnittene Rohre. Und zuallererst werde ich jetzt für das Abwasser dementsprechend mal gucken und messen und die Rohre dementsprechend zuschneiden, wo die denn dementsprechend hingehen sollen. Na? Das heißt, ich muss mal auch halt noch überlegen, hier sind halt auch nochmal 4 Aquarien, die sind jetzt Meerwasser für die Amano-Zucht, ob ich dort auch noch einen Hahn installieren will, weil da müsste ich da noch ein Loch reinbohren, beziehungsweise überlegen, dass ich dementsprechend dort auch den Anschluss mit baue. Ich werde es wahrscheinlich einfach so machen, dass ich ein Rohr bis hier hinlege und dann die optional immer noch die Chance hätte, das anzuschließen, wobei das auch ziemlich schwierig ist. Na, schauen wir mal. Ich glaube, ich mache erstmal hier die Verbindung darüber. Das ist wohl das mit komplizierteste mit. Ja, mal schauen. Schauen wir mal. Leider habe ich mich doch entschlossen, jetzt hier anzufangen. Das heißt, auf der breiten Seite, wo wir jetzt die insgesamt 4 Becken stehen haben, immer in einer Reihe. Deswegen jetzt der Kamerawinkel, weil anders konnte ich die Kamera nicht hinstellen. Und jetzt ist es theoretisch so, wir seht jetzt hier die beiden Hähne. Diese Hähne sind halt manuell öffbar zum Öffnen, dass man halt dementsprechend den Wasserwechsel machen kann. Die Aquarien laufen tatsächlich auch jetzt nicht komplett leer, sondern die laufen immer nur knapp genau 20 Liter laufen raus. Das heißt, hinter der Filtermatte ist am Ende immer ein PVC-Rohr, was halt in einer bestimmten Länge abgeschnitten ist, was eingeklebt worden ist. Was natürlich sehr gut ist, weil man den Hahn einfach nur aufdreht und das Wasser läuft ab. Und man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass das Becken irgendwann mal komplett leer läuft. Jetzt ist es eigentlich so, dass ich eigentlich nur von hier nach da das Ganze einfach miteinander verbinde. Das werde ich jetzt auf jeder Etage tun und auch da drüben. Und hier bei dem Objekt zeige ich euch das mal ganz kurz, wie ich dabei vorgehe. Kann natürlich jetzt auch viel schief gehen. Ist am Ende eigentlich relativ einfach. Man guckt jetzt einfach die Länge, welche brauche ich. Und da schnippel ich das dann dementsprechend einfach zu. Ja. Das
jetzt geht es tatsächlich sogar noch besser, wenn ich das Ding hier tatsächlich rein tue. Handschuhe habe ich übrigens an, wenn ich klebe, empfehle es sich einfach Handschuhe anzuziehen, auch mit Sekundenkleber. Und hier kann ich jetzt direkt sehen, ich kann natürlich auch einen Zollstock nehmen und das bemessen. Ich mache das immer ganz gerne, einfach noch ein bisschen nach Augenmaß, wo ich das Ganze zuschneiden muss. Und dann nehme ich mir die Zange, aber um euch das natürlich ein bisschen besser natürlich auch zu zeigen, wie gut das funktioniert. Ich habe das jetzt markiert tatsächlich. Mache es in die PVC-Zange, kann das super durchklipsen. Ich habe natürlich eine super Schnittkante, ne? Also keine Ausfräsung oder irgendwas. Richtig schön sauber, so soll es sein. Und jetzt müsste das Ganze schon passen. Schauen wir mal, wenn nicht, ist es natürlich der typische Forfi-Effekt. Aber das sieht wunderbar aus und damit haben wir das erste Rohr auch installiert. Oh, jetzt lag die ganze Zeit hier für die Kohlen im Weg. No, das heißt, so wird das jetzt weitergehen. Das geht dann am Ende hier raus, bis nach da hinten. Da geht es natürlich runter und da geht es am Ende in den Abfluss. Und jetzt werde ich einfach die weiteren Rohre auf jeder Etage genau auf dieselbe Länge zuschneiden. Und dann ja, muss das Ganze nur noch eingeklebt werden. So, die Wasserleitung bzw. Abwasserleitung habe ich jetzt gelegt. Jetzt geht es um Verkleben. Um am Ende PVC zu verkleben, gibt es ja, ein paar Sachen, die man beachten muss. Man braucht zum Beispiel einmal hier so einen PVC-U-Reiniger und dann einen PVC-Kleber. Beim PVC-U-Reiniger habe ich mal so ein 1-Liter-Ding gekauft. Das habe ich jetzt schon seit 5 Jahren und ich dachte mal, ich habe nur so viel verbraucht. Braucht man gar nicht so viel von. Und beim Kleber würde ich immer empfehlen, da gibt es auch einen Tuben. Aber ich empfehle tatsächlich immer mit so einem Pinsel dran. Ist viel, viel, viel einfacher zu arbeiten, denn die Tuben gehen meistens relativ zügig kaputt. So, was muss ich tun, um jetzt eine vernünftige Verklebung machen? Ich möchte zum Beispiel jetzt so ein T-Stück mit einem Rohr verbinden. Und dann ist es relativ wichtig, dass wir am Ende erstmal die Teile reinigen. Dafür nehme ich mir mal ein Stück Zewa oder Papiertuch, mache da dementsprechend die Flüssigkeit drauf. Und wichtig, zieht euch wirklich Handschuhe an. Ne? Die Sachen sind wirklich nicht gut für die Haut. Und reinige dementsprechend ganz sauber die Enden, die ich kleben möchte. Und wichtig, auch hier im Inneren schön reinigen, damit das schön sauber ist, weil man wird hinterher feststellen, wenn man geklebt hat und es ist undicht, dann hat man das nicht vernünftig gereinigt und das ist ziemlich ärgerlich. Also reinigen gehört wirklich immer wieder dazu. Die Erfahrung musste ich auch sammeln. Ich habe das am Anfang auch immer ohne gemacht. Und dann nimmt man sich mit dem Pinsel, eigentlich relativ easy, pinselt man da rum. Andere sagen immer, man muss richtig viel da raufhauen und sonst was. Ich habe die Erfahrung gemacht, nee, wenn man das vernünftig gereinigt hat und hier schön sauber aufträgt, dann klappt das super. Jetzt nicht lange warten, denn es fängt jetzt schon an zu trocknen. Das heißt, ich stecke das am Ende hier schön tief rein. Zack. Und jetzt kann ich auch mit aller Kraft es auch schon nicht mehr bewegen. Also es bindet sofort und es ist jetzt auf jeden Fall fest. Na? So klebt man das am Ende, wenn man sich verklebt hat. Dann ist es natürlich sehr, sehr schade. Dann kann man das zum Glück immer abschneiden und dann dementsprechend was ranbasteln. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt so einen Winkel, und ihr habt ihr nochmal so einen Winkel haben möchtet, und, oder weiter weg, wie das jetzt bei mir ist, vom Becken zu Becken, und dann ist es natürlich wichtig, dass man halt auch vernünftig klebt und dass alles wirklich gerade ist. Da hilft es, sich einfach mit dem Edding einen Strich zu machen, wo die Klebestellen am Ende sind. Das habe ich zum Beispiel jetzt hier auch gemacht. Und dementsprechend kann ich die Rohre so verbinden und habe am Ende auch wirklich, dass alles vernünftig ineinander passt. So, ich fange jetzt an, die komplette Verrohrung zu verkleben und dann sehen wir uns wieder. Die Verrohrung des Abwassers ist fertig und verklebt. Gleichzeitig habe ich auch schon die Luftzufuhr gemacht. Das heißt, hier richtig sauber alles verlegt, alles verklebt. Hier ist am Ende richtig Druck drauf. Das ist schon mit der Luftzufuhr verbunden. Das mache ich immer ganz gerne schon mal einfach so vorab und ist auch schon verklebt, um zu gucken, ist es irgendwo undicht, klappt es irgendwo nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt denn da am Ende die Luft zu den Aquarien? Wir müssen dementsprechend an den Orten natürlich noch Löcher gebohrt werden und dann werden da Ventile installiert. Die zeige ich euch gleich mal. Und die werden dann dementsprechend einfach mit einem Gewindebohrer bohre ich hier hinein, drehe die Ventile hinein und dann habe ich dort einen Hahn zum Öffnen oder nicht öffnen. Und das machen wir gleich nochmal. Und dann haben wir theoretisch die Verrohrung, was Abwasser und Luftzufuhr angeht, fertig.
und können dementsprechend anfangen, ja, im nächsten Schritt die Filter alle zu installieren und dann die Aquarien einzurichten und mit Wasser zu befüllen. Freue ich mich schon richtig drauf. Zuerst aber muss noch die Luftzufuhr machen. Wer sich jetzt fragt, was ist denn mit der Wasserzufuhr? Die Wasserzufuhr kommt auch zusätzlich, die wird aber ein bisschen anders sein und die kann ich hinterher, wie gesagt, eigentlich bauen. Das heißt, für mich ist es immer wichtig, wenn ich die Anlage starte, dass das Abwassersystem auf jeden Fall läuft und auch, dass ja, die Luft läuft. Den Zulauf, den kann man halt immer individuell halt bauen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Ganze mache. Und daher mache ich das in dem Fortschritt. Und jetzt bohren wir hier mal kurz ein Löchlein im Gewindebohrer, um ja, euch mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, das ganze System ist ja verklebt, außer hier an dieser Stelle. Hier weiß ich ja nicht, wie es hier vielleicht mal weitergehen wird. Deswegen lasse ich hier theoretisch so einen Stopfen drauf, den ich nicht verklebe. Jetzt können wir mal gucken. Hier ist, wie gesagt, schon richtig Druck drauf. Also wirklich eine gute Ringleitung mit der großen Pumpe, die ja in der Halle steht. Und wenn ich das jetzt abmache, dann könnt ihr, warte, wenn ich das Mikrofon mal ranhält, dann kann man es richtig hören. Weil ich kann es mit meinen Händen auch gar nicht dicht kriegen. Oh doch, aber tut schon ganz schön weh. Also ist schon ordentlich Druck drauf. So soll das sein. Weil ich das jetzt hier wieder zukriege. Ah, jawohl, schön feste. Jetzt laufen auch die ganzen Filter dementsprechend auch wieder. Ja, das ist der einzige Nachteil, falls mal irgendwo Luft entweicht, ganz groß, geht natürlich, fehlt der Druck am Ende in dieser Ringleitung und dementsprechend laufen die Filter nicht mehr. Deswegen verklebe ich das Ganze, außer jetzt an diese Stellen, die sieht man, hört man und wie gesagt, hier ist auch jeden Tag jemand, der wenn zur Not reagieren könnte. So, hier genau ist ja am Ende ein Filter und entsprechend werde ich jetzt hier reinbohren. So, wie man jetzt schon tatsächlich hören mag, hier kommt ordentlich Luft raus aus dem kleinen Löchlein. Und jetzt haben wir hier sowas wie ein, ja, so ein Hahn mit Gewinde dran. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, falls jemand mal sowas nachbauen möchte. Und das drehen wir jetzt tatsächlich einfach nur hinein. Mit ein bisschen Kraft. Aber jetzt haben wir es. Und jetzt reindrehen bis zum Anschlag. Zack. Und jetzt hört ihr es natürlich immer noch. Jetzt legen wir den Hahn um. Dicht. Finito. Jetzt kommt hier ein Schlauch ran. Hier ist ja am Ende der Filter. Kurzer Schlauch, 15 cm zum Lufthebefilter. Und dann ist die Sache schon, ja, fertig. Ne? So, meine lieben Freunde, wir haben die Hähne installiert. Na, den habe ich euch im Video gezeigt. Hier ist auch einer. Funktionieren, sind alle schön dicht. Ich klebe die ja tatsächlich nicht irgendwie rein oder so, wie es vielleicht andere machen. Bei mir hat sich das bewährt, mit einem guten Gewindebohrer und vernünftigen Bohren das vernünftig reinzuschrauben. Dass es dicht ist, habe ich jetzt noch nie den Nachteil gehabt, dass es irgendwie undicht wurde. Ja, wir haben jetzt also Abwasser, wir haben Luft und wir können jetzt theoretisch anfangen mit, ja, Filter zu installieren, die Schläuche überall zu installieren für die Filter, also für die Luft. Und dann können wir die Aquarien einrichten und mit Wasser befüllen. Das tun wir aber allerdings erst im nächsten Video. Deswegen auf jeden Fall unten in die Kommentare reinschreiben, wie du das Video fandest, einen Daumen nach oben geben und Abo nicht vergessen. Und natürlich verlinke ich alles, was ich hier benutzt habe, unten in der Videobeschreibung. Sollte ich was vergessen haben, schreib es einfach kurz in die Kommentare, dann hole ich das auf jeden Fall nach. Ebenso schreibt mal kurz in die Kommentare, ja, was ich vielleicht doch hätte anders machen können oder ob du bereits wusstest, wie man so eine Aquarienanlage am besten verrohrt. Ebenso auch, welchen Fisch ich oder welche Garnele ich hier unbedingt in der Zuchtanlage züchten soll. Und damit verabschiede ich mich. Vergiss nicht, doch, Daumen nach oben, das wäre super und schaust du gerne den TV, wirst du gerne den Schlauch. Mein Name ist Lukas Müller. Ciao, bis dann.